willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Heute zeige ich euch, wie ihr die besten und schnellsten Cookies der Welt macht. Let's go! Wir machen einmal einen hellen und einmal einen dunklen Teig und wir fangen mit dem hellen an. Zuerst bereiten wir die Füllung für beide Teige vor und das ist eine Schokofüllung und zwar mit Nutella oder Haselnusscreme. Da brauchen wir einen Teller dazu und geben auf einen Teelöffel eben die Schokolade raus und das formen wir in Kügeln zusammen und geben es dann in den Kühlschrank. Jetzt fangen wir mit dem Teig an. Da brauchen wir zuerst 120 Gramm Butter und das schmelzen wir am Herd, bis sie leicht braun wird. Jetzt geben wir die geschmolzene Butter in die Schüssel. Jetzt geben wir in die Schüssel 100 Gramm weißer Kristallzucker und 150 Gramm brauner Kristallzucker hinzu. Jetzt kommt noch ein Ei in die Schüssel. Und gemahlene Vanille hinzu und wenn man möchte, kann man auch noch Nüsse dazugeben. Jetzt geben wir unseren Teig in den Kühlschrank ca. 10 Minuten und schneiden dabei die Schokolade für die Schokotrops. Ihr könnt natürlich selbst entscheiden, wie groß oder klein eure Schokoladenstückchen sein sollen. Jetzt nehmen wir den Teig aus dem Kühlschrank und geben die Schokoladenstückchen dazu. Jetzt nehmen wir die kalten Schokoladenkügelchen und formen mit dem Teig auch Kugeln zusammen. Für 10 bis 12 Minuten in den Backofen bei 180 Grad Umluft. Jetzt machen wir das alles noch einmal für den zweiten Teig. Also zuerst Butter schmelzen, dann den Zucker hinzugeben, dann Mehl und auch noch Backpulver und Vanilleextrakt. Um einen Teig zu bekommen, müsst ihr Backkakao dazu noch geben. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das Rezept nachmacht und mich vielleicht auch auf Insta oder so markiert, wenn ihr es nachgemacht habt. Und schönen Tag noch. Sagst du richtig laut Tschüss. Tschüss. Und wiederschauen und reingehauen. Ja, okay. Alles gut. Liken und abonnieren. Abonnieren und liken nicht vergessen, ganz wichtig.